So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem neuen Projekt A Bird Story. A Bird Story. Vielleicht habe ich mich jetzt gerade versprochen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, warum nicht To the Moon oder To Dark? Ich habe einfach Lust gehabt, das Spiel zu spielen, weil ich das gesehen habe. Und ich hatte einfach Lust gehabt, gerade mal ein neues Spiel zu spielen. Und es wurde mir auf Steam vorgeschlagen und es ist von denselben Machern wie To the Moon. Und dann dachte ich, wir probieren das einfach mal zusammen aus, okay? Mal so ein paar Minütchen das Spiel zocken. Mal probieren. Okay. Was müssen wir hier machen? Ich weiß es noch nicht wirklich. Ich laufe irgendwie die ganze Zeit rückwärts. Ah, wir müssen... Tatsächlich, wir müssen hier an diesen Laternen vorbei. Nun denn. Oder? Ja, genau. Jetzt bei der oberen und jetzt da hinten zu dem... Oh, jetzt hat er den Papierflieger zusammengebastelt. Jetzt kann ich da sicher drauf springen. Aber wieso ist alles rückwärts? Hat das einen Grund? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Um was es hier geht, das werden wir wahrscheinlich alles noch früh genug erfahren. Jetzt müssen wir die ausschalten. Jetzt die da oben. Komm schon. Sehr schön. Oh, das sind wir selber. Da will ich hin, da will ich hin. Zu dem... Genau, sehr schön. Wir sind in der Schule, wie es aussieht. Okay. Uns scheint anscheinend langweilig zu sein oder so. Schaut der jetzt aus dem Fenster oder ist das das, was er sich gerade vorstellt? Ich nehme an, der schaut aus dem Fenster. Dum, 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 dum. Nein, er hat seinen Papierflieger geklaut und schießt auf die Lehrerin. Gleich Katze. Okay. Plupp. Oh, ich glaube, die fand das nicht so cool. Nein, wir wurden aus dem Unterricht geworfen. Dabei sind wir doch so ein lernbegieriger Schüler, wissensdurstig und was ist? Ah, wir dürfen... Hä? Was nun? Also wir wurden auf jeden Fall aus dem Unterricht geworfen. Jetzt ist natürlich die Frage, was müssen wir als nächstes machen? Dun, dun, dun. Musik ist auf jeden Fall schon mal cool, finde ich. Ah, jetzt können wir laufen, oder? Ah, mit dem Pfeiltasten. So. Dun, 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 dun. Irgendwas noch, da hat sie noch irgendwas geschrien. Ja, reg dich nicht auf.
dun, 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 dun. Okay, die haben hier Bäume im Schulhaus, warum auch immer. Und das Schulhaus führt, ich glaube, das ist, logisch, ja. Der ist ja vorhin eingeschlafen, das ist wahrscheinlich hier so eine Art Traum oder so. Aber anscheinend gibt es hier nicht irgendwelche Dialoge oder so, nehme ich an. Ich glaube, wir laufen wir doch einfach mal hier durch, schauen wir doch mal, was hier so zu finden gibt. Okay, hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Nun denn. Dün, dün, dün. Laufen wir mal in die andere Richtung schon, was es da zu finden gibt. Dün, 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 dün. Da geht's gar nicht weiter, oder? Nee. Okay. Können wir wieder rein ins Klassenzimmer einfach? Oder ist uns der Zutritt verwehrt? Nee, kommen wir nicht rein. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwas da draußen machen. Dann schauen wir doch mal. Dun, 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 dun. Können wir rutschen? Ich will rutschen. Nee, können wir nicht. Aber wir können unter der Rutsche durchlaufen. Das finde ich cool. Aber... ein Mülleimer? Okay. Ah! Guckt euch... ah, nee. Die tauchen auch wieder auf. Ich dachte... da können wir auch nichts machen. Ja, Leute, was müssen wir denn hier machen? Wurde einem auch nicht gesagt. Wir laufen einfach mal durch diese Schatten hier durch. Auch nicht, auch nicht. Oh, guck mal, guck mal. Oh, wieso haben wir das denn nicht gesehen? Hier sitzen wir doch. So. Was passiert? Will einer mit uns spielen? Oder müssen wir allein spielen? Hast du keine Freunde? Wie heißt denn der Typ? Wie wollen wir den denn nennen, wenn dem uns kein Name gesagt wird? Boah, bevor wir dem Namen geben, warten wir noch ein bisschen ab. Ich glaube, wir müssen immer dahin, wo unser Schatten ist. Kann das sein? Ja, genau. Guckt hier. Sehr schön. Ach komm, wir nennen ihn einfach Gustav. Ist egal. Dun, dun. Jetzt haben wir einen Rucksack auf. Das könnte ein Schulausflug oder irgend sowas sein. In den Wald. Aber muss man sich da nicht immer einen Partner suchen und zusammen so Händchen halten oder so? Nicht? Nein? Okay. Jetzt sind wir in der Stadt. Eins, fünf, zwei. Ich will da rein. Okay. Können wir nichts machen da? Ah doch! Ha! Also mit Enter kann ich interagieren. Gut zu wissen. Kennt ihr den Moment, ihr sitzt in einem Fahrstuhl? Also ihr steht in einem Fahrstuhl mit irgendeiner fremden Person und fahrt so 10 Stockwerke und so ein ganz peinliches Schweigen. Natürlich kennt ihr das. Was ist hier oben? Ist das ein... nee, das ist kein Horrorgame, gell? Die Tür kann ich nicht aufmachen. Ist das ein Horrorgame? Nee, das ist kein Horrorgame. Das ist einfach ein Indie-Game. Warum gehen wir eigentlich einfach in irgendein fremdes Haus? Oder wohnen wir hier? Kann das auch sein, dass wir hier wohnen? Ah, das könnte unsere Wohnung sein. Natürlich, das war unser Wohnhaus. Der wohnt einfach allein. Ist in der Schule und wohnt alleine. Hat er keine Eltern? Mom, Dad, I'm there. Hello, Mom, Dad. Ah, was steht denn da jetzt? Ah ne, ich dachte, da steht was. Doch, da steht was. Jetzt können wir was lesen. Genau. Ja. Habt ihr es lesen können? Ich hab's gelesen. Hallo Gustav, wir sind gerade in der Karibik. Wir haben dich mal ein paar Wochen alleine gelassen, weil wir Ruhe von dir wollten. Genau das stand da.
Kühlschrank ist in der, Kühlschrank. Essen ist in der Mikrowelle für die nächsten 2 Wochen. Bitte mach es dir gemütlich. Denn Liebe, Mom and Dad. Dun, 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 dun. Können wir uns irgendwie umziehen oder so? Ah, wir können das Licht anschalten. Nein, an, aus, an, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Es guckt einfach so raus. Hello? Ich bin so alleine. Hä? Was ist los? Ah ja, er hat gecheckt, dass er alleine ist. Und jetzt hüpft er ein bisschen auf dem Bett rum. Weil seine Eltern ja gerade in der Karibik sind. Diese Rabeneltern. So. Nachdem wir jetzt gecheckt haben, dass wir hier alleine sind, die Bude für uns sind, zocken wir erstmal eine Runde Blazy. Ein bisschen FIFA oder so. Nicht? Ein bisschen Minecraft? Auch nicht? Okay. Nun denn. Gehen wir mal hier raus. Ah, das ist unser Zimmer, das kennen wir ja. Da haben wir den Brief hingelegt, wer auch immer uns den geschrieben hat. Ja, eben Mom und Dad haben uns den geschrieben. So, haben die Tasche weg, unsere Kleider ausgezogen. Ich glaube, ich muss euch nicht... Und jetzt haben wir hier ein Buch. Oh, er hat Hunger! Wir gehen auf den Balkon, weil da gibt es sicher was zu essen. Ja! Also diese Ansicht finde ich am schönsten bis jetzt, so mit dem Hintergrund. Kann man auch da runter springen? Nee, kann man nicht. Aber wir müssen... Nee. Ja, ja. Also schauen wir doch mal, dass wir was zu essen für uns finden. Ah, genau. Dum, 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 dum. Jetzt essen wir ein bisschen was und schauen Fernsehen. Nun denn, er möchte anscheinend jetzt irgendwas lesen. Gut, das Buch liegt ja auf dem Schreibtisch. Oder nicht? Ja, ja, Gustav allein zu Hause. Oh, er hat sich ein Papier... Oh, er hat sich einen Papierflieger gebastelt. Ist er hingeflogen. Ja. Und den Flieger lässt er jetzt einfach da liegen, oder was? Mensch, Gustav. Wir sind doch gerade in einem Traum. Und der ist im Traum müde und legt sich jetzt im Traum schlafen, oder was? Oder ist das jetzt noch ein Traum oder nicht mehr? Es wird immer dunkler, Leute. Und er schläft ein. Gut. Schönes Spiel. Das war's, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Spiel gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Part wieder ein. Und oh, es geht weiter. War das jetzt eine Decke? Da hat uns jemand eine Decke umgeworfen, über die Schultern geworfen und zugedeckt, damit uns nicht kalt wird. Was hat er jetzt den Stift dahin geworfen? Hat den ganzen Tag, die ganze Nacht auf dem Schreibtisch gepennt oder am Schreibtisch gepennt. Jetzt checkt er, dass ihn irgendjemand eine Decke umgelegt hat. Aber Mom und Dad sind ja in der Karibik. Wer war denn das? Er findet es auf jeden Fall cool. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Anscheinend waren die Eltern... Hä? Das Bett von den Eltern ist ein bisschen ungemacht und die... Vielleicht waren die Eltern ja doch da gewesen. Ah, da hängt wieder ein Zettel. Ja, dann schauen wir doch mal. Hä? Ah, den Rucksack, die Tasche nicht vergessen.
So, sehr schön. Schauen wir da. Und das Buch nicht vergessen. Weil ohne das Buch läuft nichts. Oh, etwas gemalt. Schöne Zeichnung. Picasso 2017. So, das musste ich gerade überlegen, welches Jahr wir haben. Wir sind ja kurz vor 2018. Noch was für die Schule mitnehmen. Oho, ein Cupcake. Wir haben 3 Cupcakes. Super. Also, was steht jetzt da? Hallo Gustav. Wir sind noch in der Karibik und wir haben wunderschönes Wetter hier. Aber mit unserer App haben wir gerade gesehen, dass es bei dir regnen soll. Bitte nimm doch deinen Regenschirm mit. Nö, ist dem egal. Egal, weiter geht's. Ja, sicher. Mitten in der Straße. Hä, das ergibt für mich kein... jetzt wieder im Schulzimmer? Ergibt für mich alles keinen Sinn hier. Und das ist wieder die Frau... Frau Beate nennen wir die. Die Frau Lehrerin, Frau Beate. Und der pennt natürlich jetzt mal ein, weil er hat ja nicht die ganze Nacht schon gepennt. Nun denn. Das hat die Beate mitgekriegt und ich glaube, das wird die nicht so schön finden. Was macht die? Ja, vor allem über die Wand gekickt, ne? Nicht durch die Tür, über die Wand. Schaut jetzt mal hier auf der linken Seite, ob wir da wieder hinkommen. Nee, da geht's nicht lang. Okay. Gut, Leute. Es regnet im Schulhaus. Und ich glaube, das ist auch mein Stichwort. Und zwar werde ich an dieser Stelle den Part beenden. Und ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben oder einen Daumen in die Mitte. Keine Ahnung. Oder abonniert mich, wie ihr wollt. Bitte abonniert mich. Und mit Leertaste kann man springen. Okay, schön. Also, und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ich mache das auf jeden Fall weiter noch hier, das Projekt. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Teil von A Bird Story oder To the Moon oder To Dark oder was auch immer ich gerade spiele. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute, haltet die Ohren steif und ciao.